Ja, hallo liebe Kunden, hier ist wieder nach langer Sendepause euer Auto aus Motor mit der nächsten Videobotschaft. Ja, jetzt ist es soweit, seit gestern greift die zweite Welle und wir haben den sogenannten Lockdown Light. Was bedeutet das für uns? Gott sei Dank nicht so viel. Wir können nahezu ganz normal weiterarbeiten unter Einhaltung der Hygienevorschriften und wir sind gerade ganz fleißig dabei, zum Beispiel eure Winterräder zu wechseln. Aber es gibt ja Branchen, die sind von diesem Lockdown Light sehr stark betroffen. Wir können nicht allen helfen, aber wir haben uns eine Gruppe ausgesucht, die wir unterstützen wollen. Und das sind in dem Fall die Gastronomen der Stadt Brandenburg. Und dafür haben wir uns eine ganz tolle, kurzfristige Aktion ausgedacht, die uns jetzt mal Marina erklärt. Ja, hallo. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir euch dieses Auto zur Verfügung stellen wollen. Und zwar den ganzen Monat November, um eure Lieferfähigkeit auszubauen, um euer Essen zu liefern. Und wie das geht, ist ganz einfach. Sendet uns eine E-Mail an anfrage@motor.de und schreibt uns, warum wir euch auswählen sollen. Und dann wird unsere Jury euch auswählen. Genau. Und so einfach ist das. Und am Freitag kann es dann schon losgehen. Dann holt ihr das Auto ab, es ist vollgetankt. Ihr könnt den ganzen Monat damit euren Lieferdienst aufrechterhalten und dafür sorgen, dass ihr auch Einnahmen habt. Und weil das nicht reicht, haben wir noch einen kleinen Bonus on top. Denn natürlich auch ich und unsere Mitarbeiter, wir haben alle Hunger, wir müssen auch mal was essen. Und bei diesem Restaurant, was ausgewählt wird, bestellen wir im November mindestens für einmal Mittagessen für die komplette Mannschaft im Wert von mindestens 300 Euro. Und wir rufen damit auch gerne zum Nachahmen auf. Also wenn das alle Autohäuser machen oder auch andere Firmen, dann können wir sicherstellen, dass alle Gastronomen in der Stadt Brandenburg genügend Umsatz haben, um diese schwere Zeit durchzustehen. Und bis dahin, bleibt gesund und schaut bei uns vorbei. Bis dann, tschüss.